Sehr geehrte Frau Göring-Eckardt, sehr geehrter Herr Özdemir, leider haben wir auf unseren offenen Brief vom 29. März noch keine Reaktion. Auch unsere Nachfrage vom 11. April ist noch unbeantwortet. Wir können uns beim besten Willen nicht vorstellen, dass Sie unsere Anfrage tatsächlich verschlafen haben. Deshalb bitte melden Sie sich. Mehr als 75.000 Unterstützer der Seehunde in Schleswig-Holstein warten auf Ihre Antwort. Vielen Dank, auch im Namen der Seehunde sagt Etia.